Zum wichtigen Thema funktionaler Zusammenhang beginnen wir mit drei Einleitungsbeispielen. Hier das erste. Eine 8 Dezimeter hohe zylinderförmige Regentonne, ähnlich wie diese da, wird bei gleichmäßigem Zulauf mit Wasser gefüllt. Nach 3 Minuten steht das Wasser 25 cm hoch und nach weiteren 2 Minuten steht es 33 cm hoch. Frage: Wie hoch steht das Wasser nach 10 Minuten? Diese Aufgabe können wir sehr schön in ein Koordinatensystem übertragen, indem wir als horizontale Achse die Zeitachse wählen und als vertikale Achse die Höhenachse, die Höhe des Wassers. Machen wir das? Die horizontale Achse ist jetzt die Zeitachse und die Zeit wird hier in Minuten ausgedrückt. Und die vertikale Achse ist die Höhenachse und die Höhen werden in Dezimeter ausgedrückt, so dass diese Einheiten ideal sind, um diese Situation hier darzustellen. Diese Einheit bedeutet eine Minute und diese Einheit bedeutet eine Höhe von einem Dezimeter. In der Aufgabe sind verschiedene Angaben, wie hier 3 Minuten, weitere 2 Minuten, also nach 5 Minuten, gefragt wird nach 10 Minuten und es wird auch angegeben, dass die Tonne 8 Dezimeter hoch ist. Also können wir hier schon mal Verschiedenes eintragen. Eine Zeit von 3 Minuten, nach weiteren 2 Minuten, also 5 Minuten, Frage nach 10 Minuten und die maximale Höhe ist 8 Dezimeter. In der Aufgabe steht, nach 3 Minuten steht das Wasser 2,5 Dezimeter hoch. Also können wir in unserem Koordinatensystem den Punkt mit Koordinate 3, 2,5 einzeichnen. Und dann wird noch gesagt, nach weiteren 2 Minuten, also nach 5 Minuten, steht es 3,3 Dezimeter hoch. Somit können wir einen zweiten Punkt einzeichnen mit Koordinate 5, 3,3. Machen wir das schon mal. So, das sind die zwei Punkte, nennen wir sie mal A und B. Nun steht in der Aufgabe, dass der Zulauf gleichmäßig ist, was bedeutet, in gleichen Zeitabschnitten nimmt der Wasserspiegel an Höhe um gleiche Werte zu. Was also bedeutet, dass diese vier Punkte hier ebenfalls den Wasserstand nach gewissen Zeiten darstellt. Und daraus können wir schließen, dass der Wasserstand eigentlich durch eine Halbgerade dargestellt wird. Halbgerade, weil wir beginnen mit der Zeit 0. Wir suchen hier eine Verbindung zwischen der Zeit t und der Höhe h. Diese Verbindung können wir selbstverständlich finden durch die kartesische Gleichung dieser Geraden AB. Wir erinnern uns, wenn zwei Punkte A und B durch diese Koordinaten angegeben werden, dann hat die Gerade AB als kartesische Gleichung diese da. Y minus A2 gleich B2 minus A2 auf B1 minus A1 mal x minus a1. Und diese kartesische Gleichung dürfen wir benutzen für diese zwei Punkte a und b, da die Abszissen nicht gleich sind. Wenn die Abszissen gleich wären, dann würden wir hier durch 0 teilen. Das geht nicht. Aber sie sind ja verschieden. Wenden wir hier diese kartesische Gleichung an, aber statt x setzen wir selbstverständlich den Buchstaben t. Und statt y setzen wir den Buchstaben h. Somit führt diese Formel hier also zu dieser kartesischen Gleichung von dieser Geraden AB. Die schreiben wir noch ein bisschen um in dieser Form. Diese 5 minus 3, das macht 2. Und diese 2 wurde links rüber gesetzt, die wird dann da multiplizieren. Also wird das links zu 2h minus 2 mal 2,5, das heißt minus 5. Und hier oben steht 3,3 minus 2,5, das macht 0,8.
und 0,8 wird auf diese Klammer verteilt, was dann zu 0,8 mal t minus 2,4 führt. Diese 5 setzen wir jetzt noch rechts rüber, dann wird die da addiert, somit erhalten wir rechts 0,8 mal t plus 2,6. Und jetzt teilen wir noch durch 2, so bleibt links nur noch h übrig und rechts wird alles durch 2 geteilt, also finden wir, dass h dasselbe ist wie 0,4 mal t plus 1,3. Wir erkennen also hier deutlich einen funktionalen Zusammenhang zwischen der Zeit t und der Höhe h. Und dieser funktionale Zusammenhang wird durch dieses Rechengesetz hier beschrieben. Die Höhe h ist 0,4 mal t plus 1,3. Wir sehen hier deutlich, für eine angegebene Zeit t können wir sofort die entsprechende Höhe h berechnen. Wir können das hier schön einstellen. Zu jeder Zeit t können wir die entsprechende Höhe h durch dieses Gesetz berechnen. H wird also ausgedrückt als Funktion der Zeit. Man kann die Funktion schön vergleichen mit einer Art Maschine. Wir stecken die Zahl t in die Maschine hinein. Die Maschine berechnet die entsprechende Höhe h und liefert dann diese Höhe h als Funktion der Zeit. Und häufig schreibt man, h ist eine Funktion der Zeit und diese Funktion wird beschrieben durch 0,4 mal t plus 1,3. So haben wir also den algebraischen Ausdruck vom funktionalen Zusammenhang zwischen Zeit und Höhe. Hier brauchen wir also jetzt nur noch das t durch 10 zu ersetzen und somit finden wir die Höhe nach 10 Minuten. Das ist 0,4 mal 10 plus 1,3, das heißt 5,3. Also steht das Wasser nach 10 Minuten 5,3 Dezimeter hoch. In unserer grafischen Darstellung dieser Situation können wir die Zeit t einstellen auf 10, so, und können dann ungefähr den entsprechenden Wert der Höhe ablesen. Etwas genauer sieht man diesen Wert, wenn man das Raster einschaltet, so. Nach einer Zeit von 10 Minuten beträgt die Höhe 1, 2, 3, 4, 5 und ein bisschen. Das sieht nach 5,3 aus. Das ist so okay. Kommen wir jetzt zur Aufgabe 2. Zum Beispiel 2 komme ich sofort etwas näher. Wir lassen eine Kugel eine schiefe Ebene hinunterrollen. Ich habe hier so ein Kügelchen und habe auch eine kleine schiefe Ebene vorbereitet. Ich lasse die jetzt hier runterrollen und wir beobachten insbesondere die Geschwindigkeit der Kugel. Am Anfang ist die Geschwindigkeit 0. Dann wird sie größer und steigt immer mehr an. Nochmal, am Anfang, bevor ich die Kugel loslasse, ist die Geschwindigkeit gleich 0. Und jetzt wird die Kugel immer schneller, immer schneller. Die Kugel befindet sich in einer GGBB, in einer geradlinigen, gleichmäßig beschleunigten Bewegung. So, ich ziehe mich wieder zurück in meine obere Ecke und mache von da aus weiter. Durch eine viel längere schiefe Ebene könnte man durch Messungen zu solch einer Tabelle gelangen. In der linken Spalte steht die Zeit in Sekunden ausgedrückt und in der rechten Spalte steht die von der Kugel zurückgelegte Distanz in Meter ausgedrückt. Auch diese Situation kann man schön in ein Koordinatensystem übertragen, indem man eben hier die x-Achse als Zeitachse wählt und die y-Achse als Distanzachse. Dann machen wir das auch. Hier wird die Zeit angegeben in Sekunden, genauso wie in der Tabelle. Und hier wird die zurückgelegte Distanz angegeben in Meter, genauso wie in der Tabelle.
Diese Koordinaten, die wir aus der Tabelle ablesen, führen dann automatisch zu diesen Punkten in dem Bezugssystem. Und es ist nicht schwer festzustellen, dass diese Punkte sehr dicht an dieser Halbparabel hier liegen. Das heißt, auch hier gibt es einen funktionalen Zusammenhang zwischen der Zeit t und der zurückgelegten Distanz d. Wenn wir hier die Zeit t verändern, können wir sehr schön die entsprechende Veränderung der Distanz d beobachten. Hier gibt es also ebenfalls einen funktionalen Zusammenhang zwischen der Zeit t und der zurückgelegten Distanz d. Und dieser funktionale Zusammenhang, der wird hier so beschrieben: die zurückgelegte Distanz d ist eine Funktion der Zeit t, in unserem Beispiel hier 0,1 mal t². Übrigens wissen wir aus der Kinematik, dass diese Situation beschrieben wird durch diese Formel: die zurückgelegte Distanz d, das ist die Beschleunigung a mal das Quadrat der Zeit geteilt durch 2. Hier haben wir also wieder so eine Funktion, ähnlich wie eine Maschine. In diese Maschine steckt man die Zahl t hinein. Die Funktion macht dann gewisse Rechnungen mit dieser Zahl t, hier 0,1 mal t², und ordnet so dieser Zahl t die Zahl f von t, das heißt hier die Distanz, zu. Kommen wir jetzt zu Beispiel 3. Im dritten Einleitungsbeispiel stellen wir uns die Frage, ob es bei Tieren einen Zusammenhang zwischen Herzschlagfrequenz P, P wie Puls, und Lebenserwartung E, E wie Erwartung, gibt. Dazu findet man im Netz oder auch in Büchern solche Tabellen, in denen sämtliche Tiere aufgelistet werden. In dieser Spalte steht die Anzahl Herzschläge pro Minute und in der letzten Spalte steht die Lebenserwartung der Tiere in Jahren. Diese Situation kann wieder übertragen werden in ein gut gewähltes Koordinatensystem. Hier nehmen wir als horizontale Achse die Achse vom Puls, also Anzahl Herzschläge pro Minute, die vertikale Achse als Achse der Lebenserwartung der Tiere in Jahre ausgedrückt. Und die Einheiten sind hier so gewählt, dass der größtmögliche Puls aus der Tabelle, das heißt hier die 600 für die Maus, eingetragen werden kann, sowie auch die höchste Lebenserwartung beim Wal eingetragen werden kann. Die Einheiten sind hier dementsprechend gewählt. Nun können wir auch all diese Punkte mit Koordinaten 192, 15, 138, 11, 354, 9 und so weiter schön in diesem Koordinatensystem einzeichnen. Und wir erhalten hier eine sogenannte Punktewolke. Das ist eine Wolke von Punkten, so nennt man das effektiv in der Mathematik. Und die Statistiker versuchen dann, durch eine sogenannte statistische Anpassung eine Funktion herauszufinden, die diese Situation so im Durchschnitt beschreibt. An der Punktwolke können wir schon erkennen, wenn der Puls ziemlich klein ist, dann liegt die Lebenserwartung doch hoch. Und wenn der Puls größer wird, dann liegt die Lebenserwartung tiefer. Die Statistiker ersetzen solch eine Punktewolke zum Beispiel durch solch eine Funktion. Hier gilt, die Lebenserwartung der Tiere wird als Funktion vom Puls ausgedrückt und die Lebenserwartung wird berechnet durch 1100 geteilt durch p. Wir sehen hier also, dass man auch diese Situation durch einen funktionalen Zusammenhang beschreiben kann. Wenn man hier den Puls einstellt, dann kann man die entsprechende Lebenserwartung in der Zeichnung ungefähr ablesen und durch diese Formel hier ungefähr berechnen. Das heißt, ein Tier mit Puls von 300
300 Herzschläge pro Minute, hat also eine Lebenserwartung von knapp 4 Jahren. Also haben wir auch hier einen funktionalen Zusammenhang zwischen P-Puls und E-Lebenserwartung. Die Funktion, das ist die Maschine, die jeder Zahl P die entsprechende Zahl F von P, also die Lebenserwartung, zuordnet. Und diese Funktion wird grafisch dargestellt durch diese Linie. Kommen wir jetzt zum allgemeinen Begriff einer Funktion. Eine Funktion in R ist ein Gesetz, dass jede reelle Zahl x höchstens eine reelle Zahl f von x zuordnet. Eine Funktion ist also eine Art Maschine, in die man eine Zahl x hineinsteckt. F ordnet dann dieser Zahl x durch irgendwelche Rechnungen diese Zahl f von x zu. Also in diese Maschine stecken wir eine Zahl hinein und aus der Maschine kommt dann höchstens eine Zahl f von x heraus. Höchstens eine bedeutet eine oder keine. Niemals zwei, dann ist keine Funktion mehr. Also nochmal, eine Funktion in R, das ist ein Gesetz, dass jede reelle Zahl x höchstens eine reelle Zahl f von x zuordnet. In einem Koordinatensystem kann man eine Funktion grafisch darstellen, indem man viele Punkte ganz präzise einzeichnet. Man kann aber hier in GeoGebra sofort eine Funktion eingeben. Ich mache das mal. Ich gebe mal ein f von x gleich. Nehmen wir mal ABS für Absolutwert, der Betrag einer Zahl, von x minus 7, so, und dann noch das Ganze um 2 nach oben verschoben, plus 2. So erhalten wir sofort durch GeoGebra den Graphen einer Funktion. Machen wir den wieder weg. Wenn wir jetzt hier eine Zahl x wählen und dann durch die angegebene Funktion das f von x berechnen und einzeichnen, so erhalten wir diesen Punkt p mit Koordinate x, f von x. Und dieser Punkt p gehört dann zum Graphen dieser Funktion f. Wenn wir hier x variieren, dann sehen wir schön, wie der Graph einer Funktion erstellt wird, wie der gezeichnet wird. In GeoGebra kann man natürlich sofort den ganzen Graphen zeichnen lassen. Und diese Zahl f von x, die jeder Zahl x zugeordnet wird, diese Zahl f von x nennt man das Bild von x durch die Funktion f. Wir kommen jetzt nochmal auf diese zurück. Wir kennen die Funktion ersten Grades, die jeder Zahl x die Zahl ax plus b zuordnet, wo a eine reelle Zahl ist, verschieden von 0, und b eine reelle Zahl ist. Wir kennen auch die Funktion zweiten Grades, die jeder Zahl x die Zahl ax² plus bx plus c zuordnet, wo a eine reelle Zahl ist, verschieden von 0, und wo b und c reelle Zahlen sind. Eine Funktion ersten Grades wird immer grafisch dargestellt durch eine Gerade mit kartesischer Gleichung y gleich ax plus b. Um diese Gerade zu zeichnen, bräuchten wir zwei Punkte. Häufig sucht man dann den Schnittpunkt der Gerade mit der x-Achse. Das heißt, in dieser kartesischen Geradengleichung ersetzen wir y durch 0 und lösen die Gleichung ax plus b gleich 0 nach x auf. So finden wir sofort den Schnittpunkt der Geraden mit der x-Achse. Der hat als Koordinate minus b geteilt durch a 0. Dieser Punkt. Und dann suchen wir auch noch den Schnittpunkt der Geraden mit der y-Achse. Den erhalten wir selbstverständlich, indem wir in der kartesischen Gleichung der Geraden x durch 0 ersetzen. So finden wir, dass y b sein muss. Also Schnittpunkt der Geraden mit der y-Achse,
Das ist der Punkt 0b. Und somit haben wir sofort die ganze Gerade, die die Funktion ersten Grades grafisch darstellt. Wir wissen auch, dass der Steigungsfaktor einer Geraden in der Zeichnung zu finden ist, indem man zwei beliebige Geradenpunkte nimmt. Von dem einen aus fährt man horizontal, von dem anderen aus fährt man vertikal, bis die zwei Strecken sich treffen. Der Steigungsfaktor der Geraden ist diese vertikale Zahl geteilt durch diese horizontale Zahl. Kleiner Trick, um es zu behalten, vertikal auf horizontal und nicht andersrum. Der Vogel fliegt über dem Haus. Vertikal über horizontal. Und in dieser kartesischen Gleichung der Geraden kann man den Steigungsfaktor der Geraden als Vorzahl von x ablesen. Wir definieren jetzt nochmal die Funktion ersten Grades. Eine Funktion ersten Grades ist ein Gesetz f, das geht von r in die Menge r, sodass x als Bild a mal x plus b hat, wo a eine reelle Zahl verschieden von 0 ist und b eine beliebige reelle Zahl ist. Eine Funktion zweiten Grades wird immer dargestellt durch eine Parabel. Um eine Parabel schön präzise zeichnen zu können, haben wir verschiedene Etappen. Zuerst sieht man sofort an der Vorzahl von x², ob die Parabel ein Minimum oder ein Maximum hat, ob die Parabel ihre Konkavität nach oben dreht oder nach unten dreht. Das sieht man am Vorzeichen dieser Zahl a. Wenn a streng positiv ist, dann ist die Konkavität der Parabel nach oben gerichtet und somit hat die Parabel ein Minimum. Das ist auch leicht zu behalten. Jemand, der positiv guckt, der guckt so mit den Mundwinkeln nach oben gerichtet. Wenn die Zahl a streng negativ ist, wenn jemand negativ guckt, der hat die Mundwinkel nach unten gerichtet. Also wenn a streng negativ ist, dann ist die Konkavität der Parabel nach unten gerichtet. Und demzufolge muss die Parabel ein Maximum haben. Eine zweite Etappe, wir bestimmen die Symmetrieachse der Parabel. Die hat immer als kartesische Gleichung minus b auf 2a. Ich habe hier mal eine eingezeichnet. Somit können wir auch schnell den Scheitelpunkt der Parabel finden, denn wir haben die Abszisse von dem Scheitelpunkt schon. Die Ordinate können wir finden, indem wir in der kartesischen Gleichung der Parabel die Abszisse durch diesen Wert ersetzen. So finden wir den entsprechenden y-Wert. Oder aber wir wenden sofort die Formel an. Der Scheitelpunkt hat als Koordinate minus b auf 2a minus delta auf 4a. Da ist einer eingezeichnet. Dann sucht man auch noch die Schnittpunkte der Parabel mit der x-Achse, falls welche vorhanden sind. Ich habe hier mal die zwei eingezeichnet. Und natürlich muss einer das Spiegelbild des anderen durch Achsenspiegelung gegenüber dieser Symmetrieachse sein. Selbstverständlich. Und jetzt suchen wir noch Parabelgeschnitte mit der y-Achse. Den Punkt erhalten wir, indem wir in der Parabelgleichung x durch 0 ersetzen. So finden wir als y-Wert c. Also dieser Schnittpunkt ist der Punkt mit Koordinate 0, c. Da ist einer eingezeichnet. Durch Symmetrie dieses Punktes gegenüber dieser Achse finden wir einen weiteren Parabelpunkt und so kann man doch ziemlich schnell die Parabel konstruieren. Definieren wir jetzt auch noch korrekt eine Funktion zweiten Grades. Eine Funktion zweiten Grades ist ein Gesetz f von der Menge r in die Menge r, sodass x als Bild ax² plus bx plus c hat, mit a reeller Zahl aber verschieden von 0. Wenn a 0 wäre, dann wäre das gar keine Funktion zweiten Grades, sondern ersten Grades. Und b und c sind zwei beliebige reelle Zahlen. Kommen wir jetzt zu einem weiteren wichtigen Begriff bezüglich Funktionen in R. Soeben haben wir eine Funktion in R korrekt definiert. Nochmal, eine Funktion f in der Menge R, das ist ein Gesetz, dass jede reelle Zahl x
höchstens eine reelle Zahl f von x zuordnen. Eine Funktion ist also eine Art Maschine, in die man eine Zahl x hineinsteckt und dann kommt entweder eine Zahl f von x heraus oder es kommt keine raus, aber niemals zwei. All die Zahlen x, für die das Bild f von x hier herauskommt, bilden den sogenannten Definitionsbereich der Funktion f. Der Definitionsbereich einer Funktion f, den man mit DOM f bezeichnet, DOM wie Domäne de Definition auf Französisch, der Definitionsbereich DOM f einer Funktion f, das ist die Menge der Zahlen, die durch diese Funktion f ein Bild haben. Hier gesehen, wenn wir eine Zahl x hineinstecken und dann kommt noch eine Zahl f von x heraus, dann gehört diese Zahl x zum Definitionsbereich. Wenn wir aber eine Zahl x hineinstecken und es kommt keine raus, dann gehört diese Zahl x nicht zum Definitionsbereich. Dazu jetzt mehrere Beispiele. Ein erstes Beispiel, f von x gleich x. Der Graph dieser Funktion hat immer als kartesische Gleichung y gleich das f von x. Hier also y gleich x. Das ist die kartesische Gleichung von dieser Geraden. Jetzt bestimmen wir DOM f, den Definitionsbereich dieser Funktion. Jede Zahl x hat durch diese Funktion ein Bild. Man sieht das sehr schön, wenn man so eine vertikale Gerade nimmt und die dann über die Zeichnung streift. Diese Zahl x hat durch die Funktion ein Bild. Die Zahl von da bis da, das ist f von dieser Zahl x. Fahren wir ein bisschen weiter über die Zeichnung. Diese Zahl x hat ihr Bild da. Noch ein bisschen weiter, so. Diese Zahl x hat durch die Funktion auch ein Bild, und zwar die Ordinate von diesem Punkt. Wir sehen hier ganz deutlich, alle x-Werte haben durch diese Funktion ein Bild. Was bedeutet, für alle x-Werte schneidet diese vertikale blaue Gerade den Graphen der Funktion an einem Punkt. Niemals an zwei Punkten, dann ist keine Funktion mehr. Der Definitionsbereich dieser Funktion ist also die ganze Menge r. Zweites Beispiel, die Funktion f von x gleich x². Man sagt auch häufig die Funktion x². Die grafische Darstellung dieser Funktion hat als kartesische Gleichung y gleich x², das heißt, das ist diese Parabel. Jetzt bestimmen wir wieder den Definitionsbereich. Jede reelle Zahl x hat ein Quadrat. Das heißt, diese vertikale Gerade wird für egal welchen x-Wert diese Parabel schneiden. Jede Zahl x hat durch diese Funktion ein Bild. Der Definitionsbereich für diese Funktion ist also wieder die ganze Menge r. Beispiel 3, die Funktion x hoch 3. Der Graph hat als kartesische Gleichung y gleich x hoch 3. Der Graph sieht so aus, trägt aber keinen besonderen Namen. Jede reelle Zahl hat einen Würfel. Also alle x-Werte haben durch diese Funktion f ein Bild. Der Definitionsbereich dieser Funktion ist also wieder die ganze Menge r. Ein viertes Beispiel. Hier ordnet die Funktion f jeder Zahl x ihren Kehrwert zu. Aber Vorsicht, 0 hat keinen Kehrwert. Der Graph dieser Funktion hat als kartesische Gleichung y gleich dieses f von x, y gleich 1 auf x, und diesen Graphen nennt man eine Hyperbel. Durch unsere blaue vertikale Gerade hier können wir schön erkennen, dass jede Zahl x einen Kehrwert hat, außer eben die Zahl 0. 0 hat durch diese Funktion kein Bild, also hier ist der Definitionsbereich die ganze Menge r
außer die 0. 0 hat kein Bild, weil man durch 0 nicht teilen kann. Beispiel 5. 1 auf x². Das ist eigentlich ähnlich wie hier. 0 hat auch hier kein Bild. Aber Vorsicht, dieser Teil des Graphen ist nach oben gerichtet. 1 auf x² ist immer eine positive Zahl. Auch hier können wir schön den Definitionsbereich mit dieser blauen Geraden bestimmen. 0 hat kein Bild. Alle anderen Zahlen wohl. Der Definitionsbereich dieser Funktion ist also R0. Ein weiteres Beispiel. Der Betrag von x. Jede reelle Zahl hat einen Betrag und einen einzigen. Der Graph dieser Funktion sieht so aus und der Definitionsbereich ist die ganze Menge R. Beispiel 7. Die Funktion f von x gleich Quadratwurzel von x. Der Definitionsbereich dieser Funktion ist etwas anders. Alle positiven Zahlen haben eine Quadratwurzel. Die Zahl 0 selbst hat auch eine Quadratwurzel, denn die Quadratwurzel aus 0, das ist 0. Aber die negativen Zahlen, die haben keine Quadratwurzel. Das bedeutet, die Quadratwurzel einer negativen Zahl kann man nicht berechnen in der Menge der reellen Zahlen. Was also heißt, der Definitionsbereich dieser Funktion, das ist von 0 bis plus unendlich. Die negativen Zahlen sind ausgeschlossen. Dieses Intervall von 0 eingeschlossen bis plus unendlich, selbstverständlich ausgeschlossen, schreibt man auch so, R mit einem Exponenten plus. R plus bezeichnet also dieses Intervall. Beispiel 8. Diese Funktion Kubikwurzel aus x. Der Graph sieht so aus. Wir können sehr schön erkennen, dass die ganze Menge R den Definitionsbereich bildet, denn von jeder reellen Zahl kann man eine Kubikwurzel berechnen, auch von den negativen. Zum Beispiel die Kubikwurzel aus minus 8, das macht minus 2. Der Definitionsbereich hier ist also die ganze Menge R. Noch ein weiteres Beispiel, diese Funktion, die jeder Zahl x, die Quadratwurzel aus 9 minus x² zuordnet. Der Graph dieser Funktion hat diese kartesische Gleichung und dieser Graph, das ist ein Halbkreis. Das ist der obere Halbkreis mit Zentrum 0, 0 und Radius 3. Das kann man sehr einfach herausfinden, indem man die kartesische Gleichung dieses Graphen nimmt und diese beidseitig im Quadrat erhebt. Dann steht da y hoch 2 gleich 9 minus x hoch 2. Und dieses minus x hoch 2 setzt man dann noch links rüber, so erhält man diese Gleichung. Und diese Gleichung ist sehr wohl die kartesische Gleichung des Kreises mit Zentrum 0, 0 und Radius 3. Der Graph ist aber nur ein Halbkreis. Das kommt daher, weil hier steht, y ist gleich zu dieser Quadratwurzel. Eine Quadratwurzel ist immer größer gleich 0. Also alle Punkte des Graphen dieser Funktion haben eine Ordinate, die größer gleich 0 ist. Den Definitionsbereich dieser Funktion können wir wieder schön festlegen mit der blauen Geraden. Links von minus 3 gibt es keinen Schnittpunkt mit dem Graphen. Ab minus 3 wohl, beim Punkt minus 3, 0. Dann immer wieder gibt es einen Schnittpunkt, das aber nur bis 3. Rechts von 3 ist wieder kein Schnittpunkt. So können wir schön grafisch feststellen, dass der Definitionsbereich von dieser Funktion hier das geschlossene Intervall von minus 3 bis 3 sein muss. Das hätte man übrigens auch algebraisch herausfinden können, indem wir einfach sagen, 9 minus x² muss größer gleich 0 sein. Diese Ungleichung zweiten Grades löst man mit einer Zeichentabelle und diese Zeichentabelle, die führt dann sofort zu diesem geschlossenen Intervall minus 3, 3. Kommen wir jetzt zu einigen ganz besonderen Eigenschaften einer Funktion in R.
Steigung und Gefälle einer Funktion in R. Nehmen wir zuerst diese Situation. Wir legen hier ein Intervall I fest und möchten ausdrücken, dass diese Funktion f in diesem Intervall I ständig steigt. Das bedeutet, wenn wir in dem Intervall I einen x-Wert wählen, so betrachten wir uns den f von x-Wert, und wenn x größer wird, dann wird f von x automatisch auch größer. Das drückt aus, dass die Funktion f in diesem Intervall I steigt. Die richtige Definition dazu besagt Folgendes. Für zwei beliebige Zahlen a und b in diesem Intervall I gilt, dass wenn a streng kleiner ist als b, das zur Folge hat, dass f von a streng kleiner als f von b ist, dann muss die Funktion automatisch steigen. Schreiben wir die Definition schon mal hin. Eine Funktion f ist steigend in einem Intervall I, wenn für zwei beliebige Zahlen a und b in diesem Intervall I, wenn a streng kleiner ist als b, muss das zur Folge haben, dass f von a streng kleiner ist als f von b. Und das für zwei beliebige Zahlen in diesem Intervall I. Das heißt, wenn ich hier irgendeine Zahl a nehme und hier irgendeine Zahl b nehme, die aber streng größer ist als a, so muss f von a automatisch streng kleiner sein als f von b. Das bedeutet also, dass f in diesem Intervall I steigt. Hier ähnlich, aber hier fällt die Funktion. Also machen wir Folgendes. Wir legen zuerst ein Intervall I fest und möchten ausdrücken, dass diese Funktion f in diesem Intervall I fällt. Das bedeutet, wenn wir in I irgendeine Zahl x wählen, betrachten wir das f von x. Wenn x größer wird, dann wird f von x kleiner. Also hier ist es andersrum als da. Nochmal, wir nehmen in diesem Intervall I eine beliebige Zahl x, berechnen das f von x, und wenn wir hier x größer nehmen, dann wird f von x kleiner. Das drückt also aus, dass die Funktion f in diesem Intervall I fällt. Der Mathematiker definiert es so: Wir nehmen im Intervall I zwei beliebige Zahlen a und b, aber so, dass a streng kleiner ist als b. Die Funktion fällt, wenn das f von a streng größer ist als f von b. Für zwei beliebige Zahlen a und b in diesem Intervall I, wenn diese Eigenschaft erfüllt ist, dann sagt man, f sei fallend in diesem Intervall I. Kommen wir jetzt zu dieser Situation. Wieder wählen wir ein Intervall I und möchten hier ausdrücken, dass diese Funktion f in diesem Intervall I an der Zahl a ein Maximum erreicht. Das heißt, einen Hochpunkt, einen höchstmöglichen Punkt in diesem Intervall I. Das kann man sehr schön so ausdrücken. Wir nehmen egal welchen x-Wert in diesem Intervall I, aber nicht a. Wenn f von x dann automatisch streng kleiner ist als f von a, dann erreicht diese Funktion bei a effektiv ein Maximum. Schauen wir in der Animation. Ich bewege jetzt x und solange diese Zahl x nicht gleich zur Zahl a ist, ist das f von x immer streng kleiner als f von a. Auch links von a ist das der Fall. So drücken wir also aus, dass die Funktion f bei dieser Zahl a vom Intervall I ein Maximum erreicht oder auch einen Hochpunkt erreicht. Das ist dann der Fall, wenn für egal welche Zahl x von diesem Intervall I, aber x verschieden von a, f von x automatisch streng kleiner sein muss als f von a. In dieser Situation hier möchten wir ausdrücken, dass diese Funktion f in diesem Intervall I bei d
dieser Zahl a ein Minimum erreicht. Das bedeutet, dass alle x-Werte von diesem Intervall i, aber verschieden von a, ihr Bild automatisch größer haben als das Bild von a. Schauen wir in unserer kleinen Animation hier. Alle x-Werte haben ein Bild, das größer ist als das von der Zahl a. Außer natürlich bei a selbst. Die Zahl a selbst wird aus der Definition ausgeschlossen. F erreicht also in diesem Intervall i ein Minimum, was man auch einen Tiefpunkt nennt, bei der Zahl a, wenn für egal welche Zahl x in diesem Intervall i, aber x muss verschieden von a sein, gilt, dass f von x streng größer sein muss als f von a. Jetzt kommen wir noch zu drei ganz besonderen Funktionen, und zwar die trigonometrischen Funktionen Sinus, Cosinus und Tangens. Das sind sehr wohl Funktionen, denn allgemein ist eine Funktion in R ein Gesetz, dass jeder Zahl x höchstens eine reelle Zahl f von x zuordnet. Hier ist im trigonometrischen Kreis ein Winkel x eingezeichnet und der Sinus, das ist ein Gesetz, dass jeder Zahl x diese Zahl Sinus von x zuordnet. Und jeder Winkel x hat auch nur einen einzigen Sinus. Also ist Sinus sehr wohl eine Funktion. Es ist die Funktion, die diesem Winkel diese Zahl zuordnet. Wenn wir diesen Winkel x in Radiant ausdrücken, dann heißt das, dass seine Öffnung gleich ist zu der Länge von diesem eingeschlossenen Kreisbogen her, geteilt durch den Radius. Der Radius ist aber 1. Also ist die Öffnung dieses Winkels in Radiant ausgedrückt genau diese Bogenlänge. Und diese Bogenlänge wurde in diesem Bezugssystem hier als Abszisse von diesem Punkt eingetragen. Die Länge von da bis da entspricht in diesem Bezugssystem genau die Länge dieser Strecke hier. Der Sinus ordnet diesem Winkel x diese rote Zahl Sinus von x zu. Was also heißt, dieser Zahl x wird diese Zahl Sinus von x zugeordnet. Und diese Zahl Sinus von x ist hier übertragen worden. Diese Zahl x wird diese Zahl Sinus von x zugeordnet. Also ist dieser rote Punkt ein Punkt des Graphen der trigonometrischen Funktion Sin. Wenn wir jetzt hier den Winkel verändern, dann beobachten wir hier links, wie der Sinus sich verändert. Und wir beobachten gleichzeitig hier, wie der Graph von der Funktion Sinus entsteht. Das können wir so schön beobachten. Vom trigonometrischen Kreis her wissen wir, dass wenn x diese rote Zahl als Sinuswert hat, dann hat der Winkel x plus 2π ganz genau denselben Sinuswert. Was also bedeutet, wenn das hier die Zahl x ist, die diese Zahl als Sinuswert hat, dann muss die Zahl x plus 2π genau denselben Sinuswert haben. Das bedeutet hier in dieser Zeichnung, wenn das die Zahl x ist und das ist der Sinus von x, dann muss x plus 2π genau denselben Sinus haben. Das ist die Zahl x, hat diesen Sinuswert. Die Zahl x plus 2π, das ist diese Zahl da, die hat genau denselben Sinuswert wie x. Wenn wir also hier den Winkel x verändern, dann können wir durch diese Eigenschaft beobachten, dass dieser Graphteil
sich da wiederholt. Und 2Pi weiter wieder. Und 2Pi davor auch. Man sagt, die Funktion Sinus sei periodisch mit Periode 2Pi. Ich lasse jetzt einfach hier mal die Animation laufen. So. Und wir können jetzt schön beobachten, wie der Graph vom Sinus zustande kommt. Der gesamte Graph ist dann dieser da. Den Winkel setze ich wieder schön zurück. So. Das hier brauchen wir im Moment nicht mehr. Die entstandenen Punkte kommen auch weg. So. Jetzt machen wir ganz genau dasselbe für die Funktion Cosinus. Das geht aber jetzt etwas rascher. Der Cosinus von diesem Winkel x, das ist diese Zahl. Dieser Winkel x wurde hier übertragen. Und das Bild von dieser Zahl x ist diese Zahl Cosinus von x. So können wir wieder feststellen, durch einige Pünktchen, wie der Graph vom Cosinus zustande kommt. Aber auch die Funktion Cosinus ist periodisch mit Periode 2Pi, was also bedeutet, wenn der Graph hier so aussieht, dann muss er 2Pi weiter genauso aussehen. Wenn wir jetzt hier wieder die Animation einschalten, so sehen wir auch, wie die Funktion Cosinus gezeichnet wird. Der gesamte Graph ist dieser da. Cosinus sieht also ähnlich aus wie der Sinus, nur eben horizontal um Pi halbe verschoben. Wir machen hier jetzt Verschiedenes wieder weg, setzen auch den Winkel schön zurück, so zum Beispiel, und werden jetzt Ähnliches machen für die Funktion Tangens. Dieser Winkel x hat diesen Tangenswert. Der Winkel x wurde nachher übertragen, also hat diese Zahl x durch die Funktion Tangens dieses Bild und so erhalten wir einen Grafikpunkt vom Tangens. Wenn wir jetzt x hier wieder schön einstellen, so, dann sehen wir, wie einige Pünktchen vom Graphen vom Tangens gezeichnet werden. Auch der Tangens ist periodisch, seine Periode ist aber Pi. Denn wenn man einem Winkel x die Zahl Pi addiert, dann erhält man einen Winkel, dessen Tangens genau dieselbe Zahl ist wie Tangens von x. Also wenn das hier die Zahl x ist und das ist der Tangens von x, dann muss Pi weiter nach rechts genau derselbe Tangens sein. Das heißt, diese Zahl x hat diese Zahl als Tangenswert, dann muss x plus Pi, also diese Zahl, genau denselben Tangens haben. Der Tangens ist also periodisch mit Periode Pi. Wenn also hier der Graph so aussieht, dann muss er Pi weiter ähnlich aussehen, was wir schön beobachten können. So. Und somit entsteht also der Graph vom Tangens, der insgesamt so aussieht. Stoppen wir die Animation. Wir haben hier drei Funktionen, die periodisch sind. Zwei mit Periode 2Pi und die eine mit Periode Pi. Allgemein definiert man, eine Funktion f ist periodisch mit Periode groß T, so wie auch im Physikunterricht bezeichnet, wenn f von x plus diese Zahl groß T genau dasselbe ist wie f von x und das für egal welchen x-Wert im Definitionsbereich der Funktion f. Kommen wir jetzt noch zu einer letzten Eigenschaft von Funktionen. Zur Parität einer Funktion in R. Starten wir mit dem Beispiel, die Funktion f, die jeder Zahl x ihr Quadrat zuordnet. Das Quadrat von 2 ist 4. So entsteht der Grafikpunkt mit Koordinate 2, 4. So entstehen alle Grafikpunkte. Wenn das hier die Zahl x ist, wie hier ungefähr 2,5, dann ist die Zahl minus x, das heißt ungefähr minus 2,5, diese da. Wir sehen in der Animation schön, wie minus x sich verändert,
wenn x sich verändert. Das Quadrat von x, das ist x². Das Quadrat von minus x, das ist auch x². Was also heißt, die Zahl minus x hat durch diese Funktion genau dasselbe Bild wie die Zahl x. Hier gilt also, f von minus x ist gleich zu f von x. Und da das Bild von minus x, das heißt diese Zahl, genau dasselbe ist wie das Bild von x, das heißt diese Zahl, erkennen wir deutlich eine Achsenspiegelung des Graphen gegenüber der y-Achse. Wir sehen das schön in der Animation. Der Graph der Funktion x² ist achsensymmetrisch und die Symmetrieachse ist die y-Achse. Allgemein, jedes Mal, wenn eine Funktion so ist, dass das Bild von minus x genau dasselbe ist wie das Bild von x, sagt man, die Funktion sei gerade. Und jedes Mal, wenn eine Funktion gerade ist, dann muss ihr Graph achsensymmetrisch gegenüber der y-Achse sein. Machen wir das mal weg. In der Eingabezeile von GeoGebra tippe ich nun eine andere Funktion, f von x gleich 1 geteilt durch x. Enter und sofort erscheint hier der Graph von 1 auf x. Hier kann ich wieder schön die Zahl x bewegen und je nachdem wie x variiert, wird minus x mit variieren. Das Bild von x, das ist die Zahl von da bis da, das ist die Ordinate y von dem Punkt P, das ist die Zahl f von x. Das Bild von minus x ist dieselbe Zahl, aber nach unten gerichtet. Schauen wir, ob diese Zahl f von minus x wirklich dasselbe ist wie minus f von x. In der Animation ist das sehr schön zu erkennen. Und in der Animation stellen wir auch sehr schnell fest, jedes Mal, wenn f von minus x dasselbe ist wie minus f von x, dann ist der Graph punktsymmetrisch gegenüber dem Ursprung O des Bezugssystems. Schauen wir nochmal in der Animation. Stimmt. Also, wenn eine Funktion f diese algebraische Eigenschaft hat, dann ist sie gerade und geometrisch ist das daran zu erkennen, dass der Graph achsensymmetrisch gegenüber der y-Achse ist. Wenn eine Funktion diese algebraische Eigenschaft hat, so ist sie ungerade. Und dann ist der Graph dieser ungeraden Funktion automatisch punktsymmetrisch gegenüber dem Ursprung des Bezugssystems. Schauen wir einige ganz besondere Beispiele. Die Funktion f, die jeder Zahl x, die Zahl x selbst, zuordnet. Der Graph ist punktsymmetrisch gegenüber dem Ursprung, also ist diese Funktion ungerade. Bei x², das hatten wir eben schon, diese Funktion ist gerade. X hoch 3 ist ungerade. 1 auf x ebenfalls. 1 auf x² ist gerade. Betrag von x gerade. Quadratwurzel von x. Hier ist keine Achsenspiegelung gegenüber der y-Achse zu erkennen, denn den Graphen links von 0 gibt es nicht. Es ist auch keine Punktsymmetrie zu erkennen aus demselben Grund. Also ist diese Funktion nicht gerade und auch nicht ungerade. Man sagt, sie sei weder gerade noch ungerade. Kubikwurzel von x ist ungerade. Dieser Halbkreis ist selbstverständlich gerade und die Funktion Sinus ist ungerade.